Ein sehr kleiner Prozentsatz an Personen kann einen epileptischen Anfall erleiden, wenn sie bestimmten Bildern, beispielsweise blinkenden Lichtern und Mustern in Videospielen ausgesetzt sind. Sogar bei Menschen ohne epileptische Anfälle oder Epilepsie in der Krankengeschichte kann ein nicht diagnostizierter Zustand vorliegen, der diese photosensitiven epileptischen Anfälle beim Betrachten von Videospielen verursacht. Beenden Sie das Spiel augenblicklich und konsultieren Sie einen Arzt, um Symptome bei Ihnen auftreten, falls sie welche auftreten sollen. Also dann dürft ihr das nicht machen. Eltern sollten ihre Kinder beobachten, okay. Shift 87 ist ein fiktionales Spiel und beinhaltet sensible Themen, die manche Spieler als verstörend und belastend empfinden können. Wenn du mit persönlichen Problemen zu kämpfen hast, mach Pausen oder beende das Spiel nach Bedarf und spiele bitte nicht unbeaufsichtigt. Wir empfehlen dir sehr, dich einer Bezugsperson anzuvertrauen oder eine örtliche Telefonseelsorge anzurufen. Pass auf dich auf. Oh mein Gott. Sled. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Game. Genauer gesagt, zu einem neuen Anomalie-Game. Wir spielen das Horror-Game. Anomalie-Game Shift 87. Ein Game, das gestern auf Steam erschienen ist. Und gerade im Sommer-Sale ist. Also im Sale an sich eigentlich gerade ist. Und das Game ist von denselben Entwicklern von Rebel. Für alle, die das Game noch nicht kennen. Guckt unbedingt mal rein, das ist echt ein cooles Game gewesen. Die Playlist dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und blende es am Ende des Videos nochmal für euch ein. Alle anderen, die länger dabei sind, kennen das Let's Play natürlich schon. Und würde einfach mal sagen, wir legen direkt los. Ich gucke nochmal ganz kurz hier. Textsprache ist Deutsch, das finde ich sehr schön. Fahnenkreuz anzeigen. Brauche ich glaube ich nicht. Oder soll ich? Lassen wir mal aus. Das lassen wir auch mal erstmal alles. Untertitel machen wir mal ein bisschen größer. Mal gucken, ob es denn so passt. Alles voreingestellt. Bewegungsunschärfe bitte aus. Würde ich mal sagen, let's go. Gucken wir mal rein. Schicht beginnen. Ich bin mal echt gespannt. Ich weiß nicht, wie lange man aushalten muss. Ich weiß nicht, wie lange das in etwa geht. Okay. Hi, I'm your supervisor for this shift. Your job is easy. Navigate through the presented environment and memorize it well. You will traverse alternate versions of the respective environment subsequently. Your task today is to spot any deviations. Okay, dann werden wir das mal tun. Gucken wir uns mal um. Und soweit ich weiß, laut Hörensagen soll es wohl eine der wie sagt man denn? Eine der Räumlichkeiten aus dem Game selber sein. Hier sitzt ein Mensch drinne. Ein Stapel Papiere. Hier ist ein Stuhl. Eine Statue, ein Heft. Dia-Projektor, vier Bilder da dran. Und fünf kleine Schnipsel. Oder sind es fünf? Ne, vier. Stapel Papiere. Tasse Wecker. Hier hängt ein Zettel. Zeitungsprospekt. Rezeptionsdesk. Youngton, 3 Uhren. Hier ist eine Brücke. Auch noch so ein Zettel. Hier ist ein Stuhl. Hier sind auch zwei, also insgesamt drei. Hier ist ein Automat. Leider kaputt. Da sind drei Sachen plus ein Riegel drin, okay. Zwei Pflänzchen.
Jetzt werde ich am Anfang natürlich nicht alles schaffen, weil ich gebe mir Mühe, ich probiere es einfach mal. Hier ist eine Pflanze. Wasserspender, hier ist auch ein Bild. Feuerstatue. Ein paar Zettel, noch eine Pflanze. Na, mal gucken. 22 Stockwerke gibt es hier im Mauer, oder 22 Runden. Your confidence that the environment contains an anomaly, use your device to report it. Pay close attention. An eye for detail is important. And that should cover everything. Have a nice shift. Okay, mit R gedrückt hätten, um eine Anomalie zu melden. Okay, die Pflanze habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, ob die schon da waren. Wir gucken mal. Der ist immer noch da. Das ist wie gehabt. Wenn wir keine Anomalie finden, dann scheinbar sollen wir einfach nichts tun. Hier sind drei Stühle. Der Automat scheint normal. So, wollen wir hier nochmal kurz gucken, ob sich was geändert hat. Ich kann jetzt hier nichts entdecken. Für mich scheint alles normal. Wir gehen mal hier durch, mal gucken, was passiert. Entweder kommen wir weiter oder nicht. Ja, war falsch. Irgendwas haben wir übersehen, aber was? Das ist gar nicht so leicht. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Was ist mit ihm? Guckt er immer noch so komisch? Ja. Das war auch vorher schon an, das weiß ich. Scheint dieses kleine Schild da vorher schon? Ich probier mal. Mehr wie falsch kann es ja nicht sein. Drei Stühle. Snackbar ist normal. Ist das ein bisschen zu dunkel? Kann ich das ein bisschen heller stellen? Klein bisschen? Das liegt an meinem Licht für die Kamera. Egal, wir gucken mal. Das ist echt schwer. Okay, war nix. Das ist gar nicht so einfach. Er sitzt immer noch hier. Ein Stuhl. Kann da drüben sich auch was geändert haben? War da nicht vorhin alle drei Fenster an? Also Lichter am Fenster? Ich weiß nicht genau. Ihr Zeitungsartikel? War der Fernseher vorhin schon an? Habe ich gar nicht aufgepasst. Kannst du mal sehen. Dann. Mit die Stühle bin ich mir gar nicht sicher, ob das schon so war. Wir probieren es mal. Frage ist, ob es sich immer nur um eine Anomalie handelt oder um mehrere, das weiß ich gar nicht.
steht hier. Bin ich schlecht? Das gibt's doch gar nicht. Bin echt crazy. Ich guck mal hier, ob nicht vielleicht ein Fenster zu wenig Licht hat. Ich bin mir da nicht so sicher. Ist auch immer noch da. Die Jacke war auch immer schon da. Zeitungsartikel ist auch da. Die Brücke war auch da. Ach so. Es gibt immer nur eine einzige Anomalie. Das ist ja gut zu wissen, es sind nicht tausende, das ist immer nur eine Sache. In so einer Anomalie-Games bin ich übrigens voll schlecht. Oh Gott. Aber was war das für eine Anomalie? Ich erschrecke mich immer, wenn er da sitzt. Ich denke, weil er steht im Moment wieder auf. Hier scheint alles gleich zu sein. Sieben von vier. Werden das auch an? Ohne Scheiß, ich sehe keine einzige Anomalie. Was soll denn das sein? Hier ist doch nichts. Ich geh mal so durch. Vielleicht gab es ja auch gar keine. Oh, das war richtig. Es gab keine Anomalie. Okay. Ich vergesse mal, dass es auch gar keine Anomalie ist. Ne? Das ist okay. Anomalie-Licht ist ausgegangen. Taschenlampe? Nee. Ich sehe hier gar nichts. Es ist so dunkel hier. Das ist doch bestimmt eine Anomalie gewesen. Das kann nicht normal sein. Du hast erfolgreich deine erste Anomalie berichtet. Das ist schon schön. Oh, das war eben gruselig. Das war richtig creepy. Ist das noch gleich? Ich bin ja halt andere Anomalie-Games gewöhnt, ne? Wo man wirklich immer was findet. Aber da, so wie das hier. Wo man auch ohne gefundene Anomalie weitergehen kann, das ist... Mache ich so zum ersten Mal. Drei Stühle. Hier ist dasselbe. Ich hoffe, die Preise ändern sich nicht. Ich habe nichts gesehen. Wahrscheinlich falsch, aber gut. Oh, war richtig. Oh, da bin ich stolz. Immerhin bis zur Stufe 3. Das ist schön. Da. Anomalie. Das bewegt sich. Das ist auf jeden Fall nicht normal. Ich weiß nicht, ob man direkt davor stehen muss oder ob man einfach so eingehen kann. Anomalie. Oder ob man direkt vor der Sache stehen muss, wo die Anomalie ist. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ärgerlich ist, wenn man vielleicht bei 6 ist und man verhaut und muss dann wieder auf 0, ne? Das ist schon richtig mies. Ich höre irgendwas.
Frage ist, zählen Geräusche auch zur Anomalie? Das gleich. Das auch noch gleich. Oh, wenn ich jetzt zurückgesetzt werde, das ist richtig mies. Ich war immerhin schon bei 4. Das ist gemein. Ja, oh mein Gott. So, was passiert jetzt? Die Musik wird immer lauter und gruseliger. Gerade wenn man keine Anomalie findet, ne, dann hat man immer Angst, dass man irgendwas übersehen hat. Oh, auf dem Tisch. Da wurde vorher nichts draufgeschrieben. Das weiß ich. Der Tisch war nicht vollgekritzelt. Tausendprozentig nicht. Der Tisch war nicht vollgekritzelt. Ja, war vorher sauber. Gott. Das kann doch nicht normal sein. Ich kann keine Anomalie feststellen. Warum nicht? Anomaliegerät ist kaputt. Was passiert denn jetzt? Schränke. This is a new environment. Prepare for a baseline scan and memorize every detail. Alternate states are likely to occur. Stay sharp and report any anomalies. Ach, okay, wir sind jetzt in einer neuen Umgebung. Die alte Umgebung ist fertig. Jetzt müssen wir uns hier alles merken. Okay, also 3 Schränke mit 6 Türen, ist klar. Was ist das hier? Ein Schild? 000, okay. Ach, du Heilige. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Okay, Fernseher auf dem Band. Hier ist eine Kiste und 3 so eine Dinger. Hier kommt gar nichts vom Fließband. Da ist ein Tisch. Ach, da ist ein Stuhl. Noch so eine Ablage. 2 Stapel davon. Hier sind einige Fernseher. 6 Stück, dahin sind auch nochmal 6, glaube ich. Hier. 5 gelb, die 4. 4 gelb, rot, blau. Hier ist ein Schrank. Rotes 2 Dreiecke mit Auge. Haben wir gesagt, gelb, rot, blau. Graffiti. Exit. Die Fernseher. Kommen nur Kartons raus, okay. Also so eine Kiste. Oh, wir sind, haben richtig getippt. Okay. Gut, das Licht, ja, das ist klar, das ist eine Anomalie. Das Licht soll so nicht sein. Das ist definitiv falsch. Ach so, ich dachte, es gibt nur den Bereich. Dass es noch einen weiteren gibt, wusste ich gar nicht. Ich meine, woher? Ich habe nur mal kurz irgendwo mal so reingeschnuppert, ein paar Sekunden.
Geil, war richtig. Okay, Schränke. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Das noch gleich. Dann das auch gleich noch. Das stimmt auch noch. Das auch. Die Frage ist, war hier unten auch was? Nee, ne? Ich glaube, dass nur hier oben die Dinger lagen. Darunter glaube ich nicht. Das können wir auch. Das Regal, das können wir auch. Hier. Okay, eine Anomalie ist es auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt die falsche anklicken, ob wir direkt hier vorstehen müssen und Anomalie klicken oder ob es egal ist, wo wir das drücken. Weil eigentlich ist nämlich das Dreieck falsch. Das weiß ich, das Dreieck soll also nicht sein. Wir werden es gleich erfahren. Nee, ist egal scheinbar, okay. Moment. Ziehen die Schränke schon mit? Ich weiß es nicht. Geht's immer bis zur 6 oder? Ich weiß es nicht. Okay, das stimmt noch. Vier, vier stimmt auch noch. Mit der Flasche, okay, das war schon immer so, okay. Fernseher. Aha. Das war vorher nicht da. Das ist Blödsinn, das war vorher nicht. Das ist Quatsch, also. Das macht Spaß, das ist echt cool. Fernseher. Ist auch gleich. Das ist auch gleich. Hat sich der Stapel verschoben? Standen die schon immer so ungleich nebeneinander? Jetzt muss ich aufpassen. Hat er das schon geflackert gehabt? Oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, man konnte das durchgehend sehen, die Dreiecke. Wir probieren es mal. Nein, war falsch. Oh mein Gott. Nein, wir waren bis 4. Oh shit. Okay, das stimmt ja. Ah, schade. Your fault stand doch vorher nicht, oder? Dass es deine Schuld ist? Probieren's mal. Nein, stand nicht. Oh, wie schön. Das war voll Spaß. Für knapp 5 Euro ist es echt mehr als angemessen. Ich würde auch mehr dafür bezahlen, davon abgesehen. Ja, aber Your Fault stand schon immer da. Vielleicht nicht so kräftig geschrieben, aber es stand wohl schon immer da. Also ich weiß nicht, ich glaube, es ist jetzt gar nichts gewesen. Keine Ahnung. Ich
war ja früher eigentlich immer ganz schlecht in Sachen einbringen, ne? Das ist so. Damit hatte ich gerade als Kind echt große Schwierigkeiten. Oh, das sehe ich ja sofort. Das Regal ist viel zu groß. Da waren weniger von den Dingern drin. Das stimmt so nicht. Die Fernseher sind weg. Die kommen nicht. Okay. Fernseher fehlen, na gut. Hier sind immer Fernseher auf dem Band gewesen. Dann geht's weiter. Jawohl. Ah, ich vergesse mal, ob ich hier auch gucken muss. Ich weiß es nicht. So. Okay, die Fernseher sind wieder da. Das ist auch normal. Das ist auch wieder in Ordnung. Halt. Das stand doch vorher nicht hier im Regal, oder? Das stand bestimmt nicht im Regal. War doch leer. Wieso immer noch? Nein, das war falsch! Oh Mann! Ich war so gut. Ich war so gut. Also 5 Stück liegen da drin, da muss ich mal merken. Was? Ich habe eine Anomalie übersehen? Nee. Das erkennt man sofort. Dass das nicht stimmt. Aber hier muss ich merken, 5 Stück sind da oben, 2 und 3. Das war echt Fun. Oh, hier auch. Hört auch nicht dahin. Glitches gehören auch nicht da rein. Der Glitch gehört da nicht hinein. Was ich cool finde, dass man immer nur eine Anomalie hat, ne? Und nicht wie bei manch anderen so verschiedene, ganz viele. So. Mal gucken. Das ist normal wieder. War der Stuhl schon immer da? Ich weiß es nicht. Ich gucke erstmal noch, ob ich was anderes hier, was offensichtliches. Oder offensichtlicher sein könnte, und wenn nicht, dann. Nee. Ich weiß es halt nicht, ne? Ich probiere es mal, wenn ich das egal einfach mal nochmal an. Dann ist nicht ganz so schlimm. Nein, der Stuhl war schon immer da. Der Stuhl war schon immer da. So. Das Band bleibt immer stehen. Normalerweise läuft es flüssig durch. Alles immer ab und zu stehen bleibt, stimmt nicht ganz. Okay. Sehr schön. Das Lichtgeflacker war angeblich schon immer da. Sehr schön.
Ja. Da fielen die Kartons um sie sofort. Ausgetauscht gegen was anderem. Das war offensichtlich. Also muss man, glaube ich, immer bis 6 schaffen. Und bei 6 geht man zu einer neuen Ebene wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen es gibt. Das sehe ich auch schon. Bildstörung. Das sollte so auch nicht sein. Das macht mega Bock gerade. Mega Fun, ohne Scheiß. So. Aber mal gucken. Manchmal kann es so wie eben ganz einfach sein. Sehr offensichtlich. Manchmal ist es schwieriger. Nein, was war denn da für eine Anomalie? Ich habe nichts gesehen. Schade, ich war so nah dran. Ich hoffe, die Fenster muss ich nicht beachten. Oh Gott. Jumpscare oder war es eine Anomalie? Ist hier die Lücke größer von den Kisten? Ich weiß es halt nicht. War es ein Jumpscare oder war es eine Anomalie? Ich weiß es nicht. Eine Anomalie. Wahrhaftig. Okay. Naja, es ist hell. Das ist auf jeden Fall eine Anomalie. Hoffe ich mal, weil sonst war es ja mal dunkel hier. So, 5. Da hinten siehst du schon mit dem Licht, das war vorher auch nicht. Also hast du so ein komisches Geräusch, als wäre hier so ein Monster irgendwo. Das Geknarze war vorher auch nicht da. So. And the last one, mal ganz genau aufpassen. War es normal? Keine Anomalie kann ich mir nicht vorstellen. Moment mal. Hier sieht man gelb, rot, blau. Jeweils 4. Die Frage ist aber, ob es richtig ist, dass man von der Rückseite da unten noch was sieht. Ob das auch eine Anomalie ist.
Das ist jetzt echt blöd. Ich werde es verkackt haben wieder. Wir gehen zu einer nächsten Abteilung. Oh mein Gott, das ist wie geil. Oh, nicht ruckeln, bitte. Oh. Das ist die neue Abteilung hier. Wie cool ist das denn? Sprich, dein Text. Kühlschrank, Eis. 6 Dosen unten, oben 3. 7 Kanister, 2 3 Kartons und 2 rote Dinger. Leere Anhänger, 3 Sachen, Propellerkasse, 2 rote Kisten. Snacks. 4-mal. Zigaretten, oh Gott. 4 rot, 5 grün, 4 blau. Okay. Hier ist das ganze Regal voll. Da sind nur 4, 5 und 4. 4, 5, 4. 4. 4, 5, 4 und komplett durch. Okay. Auch noch 2 Kartons. Stuhl. Kasse steht 0 Cash. Löwe, Garage und was anderes dann noch. Hier ist der neue Bereich erst. Last area for today. Again, observe and analyze. The cleaner the data, the earlier we can wrap it up. Okay. 0. Toilette. 6 Rollen. Und dann haben wir 10. 10 Rollen Klo. Leeres Regal. Garage, da ist ein Reifen. 4 Zapfsäulen. Dann diese Barriere hier. Da steht ein Auto. Da steht der Typ wieder. So, 3 rote Kisten und ungefähr 4 braune. 2 Mülleimer. Ne, 1 Mülleimer. Kanister, noch ein Kanister. 3 gelbe Kanister. 4, ein Automat. Oh Gott. 2 Snacks und 3 mal Chips. Okay. Und hier auch wieder 2. Und 3. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Motorrad. Öl. Ich weiß nicht, ob das dazu zählt hier. Oder ob es nur das zählt oder ob das hier mit dazu zählt. Das ist echt übel. Ach, da haben keine Levels angezeigt. 1 war richtig, okay. Gucken. Da ist alles normal. Waren hier nicht auch Kisten vorher? Da waren noch Kisten vorhin. Und nicht nur hier. Oder doch? 2 rote, 4 orange, mit einmal Reifen, der Typ. 2, 3, Motorrad. Die rote Kiste war nicht da, oder? Da muss ich mir das einfummeln. Das ist nicht so leicht. Jetzt wenn ich 3 Snacks umdrehe, ich weiß nicht.
Wir probieren es mal sehen, ob es falsch ist. Da waren ja auch zwei. Oh je, oh je, oh je. Ist richtig, auch cool. So. Hier ist die Absperrung. Hier ist nix. Vier Zapfsäulen. Zwei Mülltonnen. Habe ich denn die auch gepasst von Reifen? Bestimmt, ne? Bestimmt auch. Oh, ich habe eine Anomalie gewählt, aber eine andere. Nicht die Kiste. Irgendwas anderes war falsch. Waren die Mülltonnen schon? Ich weiß es nicht. Zigaretten fehlen, okay. Da fehlen einige Zigaretten. Sehr schön. Jetzt habt ihr ein Motorrad, das Auto, Absperrung. Reifen. Der ist voll gruselig. Warum steht der da? Warum steht der da? Die waren vorher nicht da. Ist das gruselig, ich will hier weg. Vier richtig, okay. Vier Zapfsäulen. Das war richtig gruselig gerade. Was war das? Da hätte ich vielleicht auch mal gucken sollen. Eine rote, eine braune, vier Fässer. Das habe ich echt nicht aufgepasst. Und das gerade eben. Ich bin ja schwer, Zigaretten, oder nicht? Ach nee. Oder? Waren da nicht in der Mitte auch welche drin? Oder sah das bloß so aus? Ich glaube, ich hab's versaut. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Nein, verkackt. Okay, nochmal. Das schaffen wir schon. Ist ja nicht weiter schlimm, das Wetter war schon da. Oh, das ist ja so gruselig, guckt. Fässer, zwei Kisten. Ui, ui, ui.
Frage ist, kann ich es hier draußen auch ändern, den Namen? Scheint aber zu stimmen. Okay. Die Zapfsäulen sind an. Das sind doch keine echten Zapfsäulen mehr. Die war noch nicht mit der Pappe, oder? Niemals. Die sahen doch niemals so aus. Niemals sah das so aus. Jung. Runde 3. Sag ja, so sahen die aus. Okay. Bei dem Wagen was an? War der schon immer rot? Der sah doch anders aus. Ich guck erstmal noch von woanders. Weiß-rot. Weiß-rot. Weiß nicht, ob das schon immer rot war. Aber warte, warte, ich guck erstmal drin, ob noch was ist. Was anders vorkommen könnte, was anders aussehen könnte. Ja, war richtig 3. Ja, der war gelb, sag ich euch, der sah vorne anders aus. Ja, sah doch vorher ganz anders aus. Ja, okay, war richtig. Ich weiß, ob hier man hier auch drauf gucken muss, ob sich eine Zahl ändert. Kann natürlich möglich sein. So. Genau, das ist immer noch so doof. War das schon immer kaputt unter dem Schild? Ich warte erstmal, ob da drin was ist, bevor ich hier klicke. Moment. Ich
Ich glaube nicht, dass es kaputt war schon immer. Wir gucken mal. So, warte mal. Eigentlich auch schon wurscht ist. Nein, das war falsch. Das war schon immer so. Shit. Ich war so gut. Ja, den Bus, da steht einer, aber doch nicht. Da war das schon immer kaputt, so ein Mist, ey. Ich hatte schon mal Senki drauf, ich weiß nicht. Das war richtig, okay. Also scheinbar scheint das wirklich schon immer da. Fernsehen sind Anomalie. Da brauche ich gar nicht überlegen. Die Krähen haben mir nicht zu suchen. Ja, okay. Und next. Müll. Okay. So riesig sind die Locations, Gott sei Dank nicht. Das geht dann immer noch. Auch null. Auch null. Jetzt hier kein Unterschied. Okay, war richtig. Null. Null. So wie immer. Das auch. Scheinbar auch. Ah. Ich hier verkehrt um. Gut. Dann gehen wir mal rein. So, Nummer 5. 0. Wagen ist noch gelb, das ist auch nichts. Ah. Das war eine Anomalie, weil es ein Kind vorher war.
Das war kein Jumpscare, war, aber ich glaube, das war eine Anomalie. Tausendprozentig. Können wir jetzt eh nicht mehr umändern. Wenn es auch egal, ne? Wird es schon gewesen sein. Fünf, okay. Was ist das denn? Anomalie. Ih, was ist das denn? Oh Gott, das verfolgt mich. Raus hier. Wir haben es geschafft. Wie geil. Kommt noch ein Bereich? Aber er hat ja gesagt, das ist der letzte, ne? Der hat gesagt. Ich werde es auf jeden Fall fertig machen für euch heute noch hochladen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich hab Hunger. Good job. That's your shift. We'll pick it up from here tomorrow. Have a good night. Was heißt hier morgen? Du hast deinen ersten Zyklus geschafft. Oh Gott, was heißt das denn nun schon wieder? Okay, ich glaube, wir sind hiermit durch. Wir können das ganze Spiel bei den ersten Zyklus. Heißt das, man kann eine weitere Schicht machen? 26 von 66 Anomalien gefunden. Achso, ich habe welche übersehen, stimmt ja. Kann es vielleicht sein, dass es vielleicht noch ein Update gibt und dass dann noch mehrere Schichten machbar sind? Ich würde sagen, wir machen eine Pause an der Stelle. Ich versuche auf dem Laufenden zu bleiben. Sollte sich was ändern, spielen wir auf jeden Fall noch eine Runde. Ansonsten würde ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken und hoffe, euch hat es gefallen, das Anomalie-Game. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.